Leute, was geht ab? Haben wir wieder am Start heute willkommen zu einem neuen GTA 5 RP-Video. Und zwar heute machen wir wieder Hide and Seek, Leute. Und nicht nur irgendein Hide and Seek, sondern wie ihr sehen könnt, Leute, hier haben wir das Batman-Fahrzeug und den Batman-Truck. Ganz genau, Leute. In der Ehre, Bruder Batman, der gönnt uns ein paar Fahrzeuge. Danke dir, Batman. Aber, Leute, ihr wisst ja, bei jedem Hide and Seek gibt es nicht nur mich, sondern einen Gegner. Und der heutige Gegner ist Rossig Popsig! Das geht nicht, mach dich fertig. Oh, Digga, komm, ich hab. Guck mal, ich hab einmal gedacht, ich mache ein Intro, wo ich dich nicht fertig mache. Und dann bist du wieder so frech. Aber weißt du was? Kein Problem, Diggi. So. Alles gut, ich krieg dich schon. Ja, struck mal Batman lieber. Ja, Batman gibt uns heute wieder die Rope Guns. Also vergiss nicht, da jetzt abzuholen jetzt hier, ne? Ich hole ganz kurz eins. Hier, Batman, gib mal mit dem Rope Gun. Meinst du besser als das von Rustig, ja? So. Ich glaube aber schon, dass sie gleich sind. Also ich will nichts sagen. Batman, gib mir auch bitte auf. Alter, was? Warte, ich stärker als alle Seiten. Hey. Danke. Hey, hey! Oh mein Gott, Leute. Ja! Oh nein. Oh nein. Ich mach weg, wenn du weg machst. Ja, ich bin weg. Also, ich bin auch weg. Ja, wow. Ey, Leute, egal. Aber zwar, auf jeden Fall, Rustig, komm, ich zeig mal den ganzen Leuten, wie weit wir verstecken dürfen, Leute. Und zwar, wir dürfen bis hier zu dieser Brücke rüber, bis hier diese Linie, wo dieses Schild ist, bis rüber zu der Brücke. Ja, also dieses Quartal hier, Leute. Seht ihr ja ganz kurz hier so, ne, hier so. Upsala. Und bis dahin, da dürfen wir verstecken, Leute. Und, Rustig, der Gewinner kriegt 10 Millionen Dollar. Das weißt du, ne? Ja, kein Problem für mich. Genau. Leute, und zwar nach dieser ganzen Hide-and-Seek, wenn gefunden wurde, es ist 10 Minuten lang gesucht, gibt es verschiedene Challenges, die mit den gefundenen Autos machen dürfen. Deswegen ist es wichtig, dass wir alle Autos finden. Aber ich würde sagen, wenn ihr Bock drauf habt, lasst gerne ein Like da, Bildschirm, Glocke aktivieren, um kein Hide-and-Seek mehr oder andere Formate zu verpassen, Leute. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, wen soll ich beim nächsten Mal Hide-and-Seek verpassen. Standard Skills, you, Leute, es gibt auch so viele Gegner. Rustig, ja, wir können anfangen zu verstecken. Leute, weißt du was? Ich fange mit dem größten Auto. Ja, ja, ich auch. Ich auch. Oh, Leute, mal gucken, ob wir hier rüberkommen. Easy kommen wir hier rüber. Und immer. Opa, aua. Okay, 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 okay. Aha, wo gehst du so? Ja, ja, ich geh mal hier so rum. Achso, okay. Oha. Oha, übertreib doch direkt. Entschuldigung! Hey Leute, das ist der OP-Truck. Ja, Rustig, gehst mal weg von mir? Ja, das bin ich nicht. Das ist ein anderer Spieler oder so. Ja, ja, anderer Spieler. Mhm. Also, okay, Leute. Würfelpark ist schon Tabuzone. Ja, Würfelpark ist Tabuzone, Diggi. Schade eigentlich. Ich hätte da jetzt gerne was versteckt. Dass du da gerne was verstecken würdest, war doch so wieder klar, ich Alter. Ich sag dir ganz ehrlich, ich versteck da trotzdem einfach. Ja, dann hast du aber, wenn du mir zeigst, wo das versteckt wurde, hast du automatisch verloren, ne? Weil... Dann ist das ja außerhalb der Zone. Das ist ja, du spielst ja, er will ja nicht hier gegen die Regeln verstoßen, oder? Nee, niemals. Ja, also. So was würde ich niemals machen. Ja, also, gegen wo ist dein Problem? Regeln verstoßen, mein Freundchen. Das geht nicht. Okay? Ja, wo ist denn dein Problem dann, hä? Ich habe kein Problem, und du? Ich habe auch kein Problem. Ich habe sogar, glaube ich, das erste Versteck gefunden. Nein. Was denn? So schnell hast du versteckt. Also, du bist ein Macher manchmal, ne? Ich weiß. Aber ich habe auch mein Auto schon längst versteckt. Ich gehe schon gerade ins zweite rein. Okay, Leute, wir gehen auch schnell ins zweite rein. Wir gehen jetzt auch schnell ins zweite rein, Leute. Bis gleich. So, Leute. Ich glaube, wir holen uns das Motorrad. Aber was geht ab, Rustig? Was geht? Guck dir das an. Ja, und jetzt Boost. Oh. Nicht so spektakulär. Ja, und tschüss. Ciao. Okay, Leute, wo will der das wohl verstecken, Alter? Ich glaube, er kommt da nicht runter. Ich müsste kurz Fahrstuhl benutzen, weil ich komme da nicht runter. So, ich hab's aber jetzt runtergeschafft, mein Freundchen. Du hast es runtergeschafft, mein Freundchen. Warte, wo können wir das Motorrad verstecken? Das, was ich auf jeden Fall mir denke, ist einfach... Aha, was denkst du dir? Ah, obwohl, ich sag das lieber nicht. Hier, ich sag da, es lieber nicht. So. Sag mal, wo? Was denn wo? Versteckst du? Ja, so ums Spiel hier herum. In der ganzen Gegend. So von einer Brücke zur anderen Brücke. Da irgendwo drin. Bisschen zum Schild. Ach so, da. Sag das doch gleich. Oh mein Gott, Alter. Was ist hier so? Okay. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, Leute, das ist das schwarze Versteck, das es jemals gibt. Und wir gehen schnell zum nächsten. Oh mein Gott, Rustig, Alter. Wenn du mein Versteck wüsstest, das ist so OP. Warum? Das ist so OP, Alter. Da wirst du nie drauf kommen. Warum da wirst du nie drauf kommen. Digga, war das so Glück? Das war nur Glück. Das war nur Glück, Mann. Das gebe ich ehrlich zu. Das Versteck war nicht gut. Das war einfach nur. Also, was heißt nicht gut? Das war nicht gut ausgesucht oder so, weil es war wirklich nur Glück, wie ich das gefunden habe, das Versteck. Okay. Das war aus Versehen. Und jetzt bist du beim letzten Fahrzeug? Ja, aber ich muss irgendwie hier runterkommen, Leute, weil ich will ganz kurz Schubser. Oh, und so, wir haben es runtergeschafft, Leute, wir haben es runtergeschafft. Aber ey, die Kacke ist, bei dem Batman, bei dem Batman-Auto kannst du keinen Ropegun benutzen, ne? Ja, ja. Lässt du mich mal los? Nein, nein. Tja, dann mach ich das einfach weg.
Schade. Ja, wie machen wir das jetzt am besten, Leute? Dass ich das irgendwie so nutzen kann. Ja, mach mal. Was machst du da? Ich versuche hier rumzufahren und rumzujumpen. Okay. Auf die. Ach je. Aber du hast dich gesehen oben auf dem Dach? Nein. Ich muss jetzt mein Dach wechseln, Mann. Nein, nein, ich hab's nirgendwo gesehen, Digi. Ach Mann. Ich hab dich nirgendwo gesehen. Na klar doch. So Leute, wir müssen mal ganz kurz jetzt am besten so hier irgendwo. Aha, aha. Na, nee, hier so schaffen wir es nicht. Leute, ich brauche hier irgendwie. Ey, das Batman-Auto zu verstecken ist echt kacke, ne? Ja. Ohne Rope-Gun und so. Oh mein Gott. Warte mal, ich habe eine Idee. Warum ist das nicht voreingefallen, Leute? Was denn? Erklär mal. Nee, nee, erklär's ja nicht. Mhm. Wieso nicht? Weil ich nicht will. Aha, so einer bist du also. Okay, verstehe, verstehe. Ja, bitte. Ja? Leute, was passiert hier gerade? Machst du rum oder was? Ja. Aber wartet mal, ich hab eine Idee. Was passiert da, Leute? Okay. Okay, ey Leute, ich akzeptiere das einfach, dass so gelaufen ist. Ich akzeptiere es einfach und versuch's nochmal. Hey, das soll nicht an mir. Ach, verdammt, Leute, was soll denn das? Das soll doch nicht an mir dran kleben. Ah, jetzt. Also ich weiß jetzt nicht, was du wieder dafür Algenglütze machst, aber ich bin schon fertig. Leute, Leute, ja, 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 ja. Komm, komm. Ja? Doch? Oh nein, jetzt ein Stück zurück! Und jetzt. Oh, balla! Oh Leute, das war wichtig. Das war sehr wichtig. Jetzt müssen wir einmal ganz kurz. Was müssen wir überlegen, Leute? Ich hab deinen Schlüssel irgendwo gehört, mein Freundchen. Ich hab deinen Schlüssel irgendwo gehört, mein Freundchen. Bin ich dein Freund, okay? So. Ich hab aber deinen Schlüssel gehört. Ja, ist ja schön für dich. Das bedeutet, du bist genau hier. Bei mir. Oh, versteckt. Nein, nein. Nein! Aua! Nicht funktioniert, Leute. Schade. Was ist denn runtergefallen? Ja, es hat wehgetan. Wir machen das erstmal. So. So. Jetzt, Leute. Das muss jetzt klappen, Leute. Das muss jetzt klappen. Komm, 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 komm. Okay, das letzte Auto wurde auch versteckt. Ich würde sagen, wir treffen uns rüber, Rostek, da wird gesucht. Okay, Rostek. So, bist auch mal da, ey. Ich würde sagen, wir haben genau 10 Minuten Zeit zum Suchen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Let's go. Okay, Leute. Das Erste, was wir machen, ist erstmal hier diese Gassen absuchen, weil da natürlich Rostek, wie ich ihn kenne, bestimmt irgendwas versteckt auf ekelhafter Basis. Wir dürfen keinen Millimeter dürfen wir hier irgendwie verschwenden, vergessen. Okay, aha. Hier hat er nichts gemacht. Aha. Okay, ab hier ist Limit ja schon, da darf er gar nicht mehr verstecken. Aha. Was denn, aha? Was ist, wenn ich aus Versehen das Limit kaputt gemacht habe? Dann ist das Auto disqualifiziert und ich krieg das automatisch zugeschenkt. Oha. Ja, Digga, du kannst doch nicht einfach betrügen. So, wir gehen mal kurz hier rüber. Okay, hier ist nichts, leider. Ja, Rustig, wer ist denn so ein Ekelhafter, der das ausnutzt? Ich glaube, ich hab das Auto gefunden, was du gemeint hast. Das hab ich. Ne, obwohl. Ich hab ein Auto gefunden. Ja, wo denn? Den Truck, der irgendwie so hier hängt. Ich weiß gar nicht, wie der da hängt überhaupt. Wo? Ja, an der Brücke, unter der Brücke. Ah, der Truck, den Truck hast du gefunden. Digga, war gut, ne? Der ist gut, der ist gut. Boah, wie hast du den so schnell gefunden, Alter? Ich bin hier eigentlich nur rechts lang gefahren, der ist so komplett geleuchtet. Ah, verdammt, verdammt. Ja, okay, damit hätte ich rechnen müssen, dass er so ekelhaft leuchtet. Der ist halt groß, der ist halt groß. Ja, aber das war halt so, das kann und da ist noch so, unter der Brücke so Schatten und dann plötzlich kommt so ein orangenes Ding, weißt du? Ja, 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 ja. Nee, Leute, das deswegen, das war ein bisschen schwierig, aber egal, war gutes Versteck, sag ich dir ehrlich. Das war gutes Versteck, sagst du? Ja, ja, war echt gutes Versteck. Ah, Leute, ja gut, das war, ist ja Anlack, aber wo soll man sonst so ein Riesending verstecken, ne? Richtig. Wo hast du denn dein versteckt? Oh, was machst du denn hier? Ich suche hier ein bisschen ab. Ach so, ja, okay. Okay, und du? Ja, ich guck dir gerade ein bisschen zu, vielleicht bringst du mich zu. Ey, was? Hi. Ey, wie bin ich da rausgefallen? Ey, Rostek, hör auf zu schummeln. Was denn? Ich hab gar nichts gemacht, Mann. Du hast deinen Rope-Gun auf mich geschossen. Nein, das war ich nicht. Du bist so ein 31. Ey, Leute, guck mal. Und mit solchen Leuten muss ich Freunde schimpfen. So, lass mich jetzt konzentrieren. Wo hast du noch ein Ding versteckt? Boah, das ist eine gute Frage, Digi. Das ist eine gute Frage. Ich frag mich, wo dein Motorrad versteckt ist. Bestimmt wieder in irgendwelchen Zellen oder so. Zellen? Ja, ja, wahrscheinlich innen drin irgendwo. Ja. Digga, ich das kann. In einer Zelle geparkt, mein Freundchen. Ach, nee, ich dachte schon, was da auf dem Polizeidach, aber.
Das war ja meins. Oh, ich muss jetzt auch mal nach oben gehen, glaube ich. Ich glaube, du warst unterwegs oben überall hier. So, gehen wir mal hoch. So. Gucken, ein bisschen Aussicht genießen. Was man halt nicht vergessen darf, ist, dass Rustik auch was am Anfang verstecken kann. Warte mal ganz kurz. Ey Leute, ich muss mal hier ganz kurz. Ich muss irgendwie runter vom Dach kommen. Was ist das denn? So. Wow! Ich bin hier auf den Dächern gerade unterwegs. Ja. Boah, das ist richtig. Boah, ich dachte gerade, ich habe was gefunden, aber das war nur so ein Dach. Schade. Schade. Schade, Marmelade. Ich guck hier gerade. Oh, ich höre dich auch gerade schießen irgendwo. Ja. Ich fahr mal ganz kurz so hier rum, Leute. Wir müssen irgend doch was finden, Alter. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, wie Rustik hier versteckt, Leute. Rustik, das Ding ist, wir dürfen halt Rustik nicht unterschätzen. Rustik ist wirklich, ich sag's ungern, aber ein guter Hide-and-Seeker-Spieler. Was denn? Nichts. So, ich dachte nur so. Ey, Digga, lass es doch! Was denn? Ich bin's. Hast du hier was versteckt oder wieso gehst du hier hoch? Nee, ich suche ja nachher oben was. Aha. Komm schon, reicht doch mal. Mann, die könnte doch ruhig länger sein, die Rope Gun. Du, was hast denn du vor? Ach, willst du auch da, willst du rüber? Ja, geht nicht. Ach, warte mal. Ah, guter Call. Müssen hier die Treppen mitnehmen. Schön. Und jetzt? Oha. Das war ja übelst. Oha. Hä? Ja. Wieso klappt das nicht? Weiß nicht, Bro. Hey, Digga, ich weiß gar nichts, Mann. Digga, gut, ich glaube, wir hätten so oder so, wenn nicht mit unseren anderen Fahrzeugen irgendwie hochgekommen. Jetzt Bro, mal hart auf hart. Ich habe hier auf jeden Fall nichts versteckt, hier ganz oben. Naja. Aber ich dachte, ich kann von hier was sehen oder so. Naja, Digga, das ist katastrophal. Digga, Leute, wo hat denn Rustik was versteckt, Alter? Leute, wir gehen mal hier ganz kurz weiter. So, hier kommen wir hoch, perfekt. Ende. Digga, sei ehrlich, würdest du deine Verstecke selber finden? Weiß ich nicht. So also ein Safe. Also ich habe schon auch einfaches Versteck, so auch ein bisschen einfach drin. Was würdest du sagen, welches von den Fahrzeugen ist einfach? Der G, also auch der große. Ah, okay. Das hatte ich schon mein Motor zum E-Kraftzen versteckt. Digga, hier ist so. Ey, ich weiß gar nicht, wo ich suchen soll, Mann. Oh, mal ganz kurz. Hier bestimmt hängt der Motorrad irgendwo auf solchen Treppen oder so rum. Bro, das ist ja todesschwer. Ja, nee, hier hat der auch. Leute, wo hat der Rustik was versteckt, Alter? Das könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass der da. Nee, Leute. Warte mal, dürfen wir noch. Bro, ich hab keine Ahnung. Okay, komm, wir geben uns Tipp. Okay. Jeder einen Tipp. Okay. Okay, ich kann dir einen Tipp sagen, es ist. Hat was mit Notfall zu tun. Notfall? Emergency. Okay, ich gebe dir auch einen Tipp. Es hat was mit Polizeirevier zu tun. Das war ein krasser Tipp. Dein Notfalltipp ist nicht so krass wie mein Tipp. Du redest wahrscheinlich von der Garage unten, ne? Nein. Hast du nichts in der Garage versteckt? Was willst du jetzt eigentlich gerade von mir? Ich hätte schon zu Beginn. Er hat selbst was in der Garage versteckt, Leute. Okay. Was kann ich deuten als Emergency? Der Notfall. Ja, wie Notfall? Notfallausgang, Notfalldings, alles. Also du bist auch irgendwo hier im Revier oder was? Ne, im Revier bin ich nicht. Nicht im Revier. Hat nichts mit PD zu tun. Notfall. Leute, er checkt's nicht. Was ist das denn für ein Tipp? Er checkt nichts. Notfall. So, wir gucken. Oh shit, Digga, wir haben nur noch 4 Minuten Zeit, ne? Ich check nicht, was Notfall sein soll. Okay, Leute, hat er glaube ich. Okay, im PD-Büro hat er nichts versteckt. Frag mich, ob der. Glaubt ihr, der schafft, hat. Also ich hab das Motorrad auch versucht irgendwo reinzubringen, Digga, aber das kannst du komplett vergessen, ins Interieur reinzufahren, ne? Aber der sagt nichts, das heißt, es kann irgendwo hier sein. Ach so, nee. Also ich weiß nicht, wie du das Fahrzeug nicht gefunden hast bis jetzt noch. Ich verstehe das gar nicht. Okay, dann muss es wahrscheinlich in der Garage sein, Leute. Was anderes kann ich mir vorstellen, Leute, weil in dieses Dings kommst du nicht rein. Kannst du mir bitte erklären, was Notfall bedeuten soll? Ich sag doch sowas wie vielleicht ein Notfallausgang oder sowas. Notfallausgang. Okay, I got it. Oh. Was hast du? Hallo? Hallo? Was hast du? Ja, siehst du doch wahrscheinlich jetzt hier. Nee, ich bin hier am Rumfahren. Ich weiß nicht, was Notfallausgang ist. Achso, ja. Ich spring mal ganz kurz den OP-Truck hoch, Leute. Ach, ey, sei mal ehrlich, wie einfach war das versteckt? So, das war nicht wie einfach? Das war gut. Das war einfach. Ey, ich hab keine Ahnung, was Notfall für ein Hinweis ist. Ich, kein Plan. Okay. Mein Hinweis war zu OP schon. Ey. Das, glaubt mir, wenn du mein Versteck siehst, weißt du, dass meins auch OP war, also der Tipp. Der Rustik weiß nicht, vielleicht ein Notfallausgang. Was soll ich dir noch sagen? Was gibt's für Notfallausgänge? Ja, keine Ahnung, Bro, hier gibt's überall Notfallausgänge. Ja, aber nicht Türen. Denk doch mal nach, was könntest du in einem Notfallausgang verstecken?
Hä, was redest du? Leute, er checkt's nicht, oder? Leute, er checkt's wirklich nicht. Nein, ich hab's für einen Notfallausgang. Guck mal, in Amerika gibt's auch extra so, wenn dein Hochhaus brennt, wo können die Leute auch rausgehen? Ja, Notfallausgang. Ja, aber wie ist das in Amerika gemacht, wenn du auf dem 18. Stock wohnst? Und dann müssen die runter. Keine Ahnung, Bruder. Wie ist es auf dem Balkon? Müssen die dann springen, oder? Ja, oder? Wie kommt man vom Balkon zum anderen Balkon? Treppe. Digga, du bist blöd, Alter. Ich hab doch vorhin gesagt, du versteckst bestimmt auf irgendeiner Treppe. Alter, wie viele Treppen gibt es denn hier? Alter, was ist das denn? Ja. Alter, jetzt kann ich jedes Haus abfahren, was irgendwie diese Dreckstreppen hat. Oh ja. Mein Gott. Was soll ich machen, Bruder? Was ist das denn? Irgendeine Treppe, oh Mann. Hier hat er nix. Och Mann, Leute, ey, wir müssen dranhalten, Leute. Wir haben beide nur noch eine Minute Zeit zum Suchen, Alter. Oh mein Gott, diese Challenges. Ich fahr hier, ich such die Treppen ab. Alles drum und dran. Oh nein, ich bin da außen reingefallen, Leute. Let's go! Was hast du? Ich hab dein Batman-Mobil gefunden. Wie hast du das Batman-Mobil da reinbekommen mit dieser Treppe? Ich dachte, ich suche ein Motorrad, aber hier hängt einfach ein Batmobil drin. Hä, wie hast du es da reinbekommen? Bruder, erst musste ich die Wand anschießen, dann mein Batmobil. Dann ist das in so putzen reingekommen, dass wirklich so Kerz gerade reinging. Dann hab ich losgelöst und sofort Boost angemacht. Dann bin ich reingeknallt. Digga, ich suche nach dem Motorrad die ganze Zeit. Oh mein Gott, Alter, ey, was war das denn, Alter, für eine Suche? Uns fehlt beiden das Motorrad jetzt, ne? Ja. Okay. Sollen wir beide nochmal einen finalen Tipp geben für die letzte Minute? Okay. Okay. Was für ein. Hast du für mich? Was war dein erster Tipp für mich nochmal? Mit was? Ja, im Interieur ist meins. Und was mit dir? Ja, dann gebe ich dir denselben Tipp. Nein! Du hast es also doch hier irgendwo reingeklatscht. Okay, Leute. Du hast es doch selber irgendwo reingeklatscht. Digga, oh mein Gott. Du bist irgendwo hier im Interieur drin. Ich sag ja nur Interieur, mehr sag ich nicht. Nein, wo bist du? Nein, wir müssen schnell hochgehen, Leute. Ich hätte das oben irgendwo in den Knast versteckt oder so. Wo hast du es versteckt? Wo hast du es versteckt? Keine Ahnung, Bro. Vielleicht gar nicht in dem Gebäude hier. So. Hast du es im Gebäude, ja oder nein? Ich sag dir da auch ja oder nein. Ja. Ich auch ja. Ja, das kann ja eben ich sag dir ehrlich, wer es zuerst findet, hat die Challenge gewonnen. Ist mir egal. Wir machen das ohne. Wir sind schon so. Boah, ich dachte schon. Bro, Digga, das Polizeirevier ist doch so riesig. Ja. Ich hab grad wirklich. Aber ich hab eben schon die ganzen mittleren Räume abgesucht. Okay, Leute. Alter. Wer das jetzt hier findet, hat gewonnen. Du bist bestimmt in irgendeine obere Etage, so richtig in so letzte Abstellkammer des Grauens. Wer weiß. Abstellkammer, wo kein Mensch hingeht. Das weiß leider nur. Hey. Ich und meine Zuschauer, die gesehen haben, wo ich es versteckt habe. Ja, der kann es aber auch nicht versteckt haben, eher, ne? Weil in diesen ganzen Lernräumen. Okay, in den ganzen Dingen ist es hier nicht hier drin, Leute. Oh mein Gott, Alter, wer wird gewinnen? Wer wird das Hide and Seek jetzt hier gewinnen, Leute? Wer zuerst hier was drin findet, hat gewonnen. Ist es hier drin? Nein, es ist nicht hier drin. Bro, okay, wir finden es beide nicht. Wo hast du es? Ich habe ein Fahrrad gefunden, Mann. Ja, ich auch. Ich habe das auch eben gefunden. So, wartet mal, Leute. Vielleicht. Oh mein Gott, wieso komme ich nicht da drauf? Vielleicht. Hast du es hier? Nö. Doch, du hast in so eine Zelle. Nö. Oh, ich hab's! Hä? Kleiner Frank. Ich hab grad voll Herzrasen bekommen. Echt? Nee, gar nichts. Easy. Ich hab's! Hä? Als ob's einfach hier in der Zelle ist. Hä? Wo hast du's? Ja, hier in der Zelle war's. Warte mal. Okay, Leute, wir gucken weiter. Ist es hier drin? Alter, ist es hier drin? Das kann doch nicht sein, dass hier zwei Motoren da suchen und keiner noch eins gefunden hat. Das ist so katastrophal, Alter. Ja! No, deins. Soll ich dir sagen, wo meins ist? Ja. Yeah. Ich hab meins einfach hinter deinem Truck versteckt. Ich wusste von Anfang an, wo dein Truck ist. Ich hab mein Verstecken! Komm runter! Bro, komm Nein. runter! Nein! Was denn vorstellen? Hier stand dein Truck, so wie das rote Motorrad. Ich hab einfach dahinter gestellt. Wo ich versucht hab, hier reinzukommen.
Ich hab gesagt, das ist asozial zu verstecken. Und Russi, damit habe ich das Heidenziel gewonnen, weil ich zuerst alle Fahrzeuge gefunden habe, ne? Oh mein Gott. Digga, Leute, das war heute so eine kranke Folge, Leute. Das hat so lange, ey. Deswegen, Leute, ich hab gewonnen. Ja, Leute, pures Heidenziel, wie in Oldschool-Zeiten, Leute, wenn euch gefallen hat. Lasst gerne ein Like da und bitte schön Glocke aktiviert. Checkt den Russik ab unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, Russik, wer ist der Meister, der dort gewonnen? Ey, Sag's. Bro, da, ja, super, ey. Sag's oder ich fahr mit dir los. Ich fahr selbst mit mir los. Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.